Er sackte in sich zusammen und fing an. Spielte von unten nach oben, nicht wie all die anderen, von oben nach unten. Ist es nicht eigentümlich, das Eingeständnis eines Gebrechens, einer Unterlegenheit, einer Gebrochenheit? Nochmals, er sackte zusammen, er sackte in sich zusammen und fing an. Er spielte von unten nach oben und nicht wie all die anderen von oben nach unten. Es hört sich an wie eine Selbstbeschreibung, ist es aber nicht. Es ist eine Beschreibung von Glenn Gould, dem großen Virtuosen der Goldberg-Variationen. Sie stammt von Thomas Bernhard, dem österreichischen Autor. Er wäre vor knapp 10 Tagen, wurde sein 30. Todestag begangen. Das Feuilleton war voll. Ich weiß nicht, ob ihm das recht gewesen wäre. Die Beschreibung von Glenn Gould ein paar Seiten später geht so. Kaum saß er am Klavier, war er schon in sich zusammengesunken. Er sah aus wie ein Tier. Und nicht wie bei näherer Betrachtung der schöne und scharfsinnige Mensch, der er eigentlich gewesen war. Bernhard beschreibt Glenn Gould in einem Buch, das sich Der Untergeher nennt. Eigentlich hätte das Buch Kur heißen sollen. Die Geschichte geht so, dass der Ich-Erzähler in Attnang-Buchheim, das ist ein Ort in Oberösterreich, den nur solche Menschen kennen, die dort umsteigen, die Bahn verlässt und in ein nahegelegenes Dorf geht und dort ein Zimmer in einem Wirtshaus mietet. Er kommt gerade dort von Chur an, ist also nach Osten gefahren. Der Ich-Erzähler beginnt nachzudenken. Er denkt an Glenn Gould und einen gewissen Wertheimer, der sich in Zietzes bei Landquart erhängt hat und dessen Begräbnis er in Chur eben besucht hat. Glenn Gould hatte, haben Sie ihn vor Augen? Glenn Gould hatte eine sehr eigenartige Weise, Klavier zu spielen. Er hat sich fast geradezu an die Tastatur angeschlichen. Eben tatsächlich, er spielte von unten nach oben, statt von oben nach unten. Das war eine Methode, die ihm sein Lehrer beigebracht hatte. Alberto Guerrera hieß er. Und der Lehrer war der Meinung, man spielt Klavier nicht aus den Schultern und aus den Armen, sondern aus dem Rückgrat. Und diese Methode hat Glenn Gould immer angewandt. Auch eine zweite Marotte konnte er sich nicht abgewöhnen, nämlich dass er, wenn er spielt und seine Finger sozusagen von unten nach oben in die Tasten hängen ließ, mit den Lippen mitbebte. Genauso wie der Basso Continuo. Und manchmal summte er mit, was natürlich die Aufnahmen stört. Glenn Gould selber hat das seine Exzentrizitäten bezeichnet. Thomas Bernhard, der sich auf solche Eigenheiten, Marotten und Abnormen, Verhaltensweisen normalerweise festgesetzt und draufgesetzt hat, hat es dabei belassen, die Beschreibung nicht auszuführen. Er hat ihm aber dennoch fast einen ganzen Roman gewidmet. Eigentlich ein Drittel von dem Roman. Denn der Ich-Erzähler
der eben verstorbene Wertheimer, und Glenn Gould, die drei haben zusammen angeblich bei Horowitz im Mozarteum Klavier studiert. Die beiden anderen, Wertheimer und der Ich-Erzähler, haben es aufgegeben, weil Glenn Gould der eigentliche Virtuose war. Das stimmt nicht ganz. Horowitz hat niemals Glenn Gould unterrichtet. Und Bernhard ist auch nicht bei Horowitz in die Schule gegangen. Aber was stimmt, ist, dass Bernhard am Mozarteum war und Gesangsunterricht genommen hat. Obwohl er, und das ist wichtig im Hinblick auf das Eingeständnis von einem körperlichen Gebrechen, obwohl er fast von seiner Jugend weg eine sehr, sehr ernste Lungenkrankheit hatte, an der er auch schließlich Jahre später verstorben ist. Wenn Sie den dritten Teil hören, diese Passage, stürze zu Boden, da rasseln doch diese 32stel nach unten. Das ist doch so, als man kommt Angst, dass die Cellisten ihre Saiten durchsäbeln und der Cembalist sozusagen mit der linken Hand hinausfährt. Das ist ein Getose. Da geht's richtig runter. Eine Lawine, eine Moräne, das ist grauenhaft, was da passiert. Aber eigenartigerweise, ich habe es jetzt beobachtet, manche von Ihnen haben danach geschmunzelt. Denn, wir haben es gehört, je öfter das kommt, die Wiederholung, da steigert sich natürlich der Nachdruck und der Stress und die Ernsthaftigkeit. Aber wenn dann ein Da Capo kommt, dann wird es unglaubwürdig. Aber das Unglaubwürdige ist eine leise ironische Note. Und die haben viele von Ihnen genossen. Wenn man jetzt diesen Text, wir haben es gehört, ernst nimmt, dann wird das ein ernster Vortrag. Herr, erhalt uns bei deinem Wort, Steuer des Papstes, Tückenmord. Nun gut, bei allem Respekt vor den theologischen Autoritäten, das ist ein Kriegs- und Mordaufruf, das ist ein Komplott. Und zwar gegen die anderen und gegen die Oberen. Und es ist ein Aufruf aus Angst, nämlich von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Es ist ein Stress und der muss erholt werden. Es stammt von Martin Luther, haben wir gehört. Und diese Stürze zu Boden, sozusagen haben sie dieselbe Bewegung von oben nach unten. Das ist von Justus Jonas. Den hat man, Luther hat ja, es beherrscht sozusagen nicht nur die Sprache, sondern auch die Vervielfältigung seiner Bilder. Er hat ja eigene Künstler angestellt, die Produkte und Reproduktionen von ihm angefertigt haben und so seine Verbreitung gestützt und erweitert. Und von Justus Jonas, als ich gelesen habe, dass dieser Textteil von ihm stand, ist mir sofort das Bild, das es von ihm gibt, eingefallen, das ich nämlich einmal gesehen habe in der Marienkirche in Halle an der Saale. Und das hängt auf einem Pfeiler, ist viel größer als der Pfeiler selbst und hängt so drüber hinaus. Und da sitzt dieser schwere Mann mit einem Buch in der Hand, steif und mit Ruckgrat und unbeweglich und geradezu starr. Und draußen am Platz, wenn Sie schon mal in Hallen waren, draußen vor dem Platz ist ein riesiges Händel-Denkmal. Der Georg Friedrich, dem geht's viel besser. Der steht da auf dem Postament, hat Strümpfe an natürlich, aus Bronze, und tänzelt so vor sich hin. Da gibt es diese Verkrampfung nicht mehr, weil er ist schon oben.
Aber Justus Jonas hat man auch ganz hinaufgehängt. Und so ist mir das Bild irgendwie in Erinnerung. Thomas Bernhard, der war ein Wutbürger. Ein Wutbürger der Avantgarde. Der Thomas Bernhard, der war ein Wutbürger avant la lettre, weil dieses Wort hat es noch nicht gegeben. Dieses Wort wurde nämlich erst vor 8 Jahren in die Wirklichkeit gesetzt. Und zwar in einer Debatte zwischen der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel. Es wurde berichtet über eine Lesung von Thilo Sarrazin in München, wo einige, nachdem die Kritik an dessen Buch »Deutschland schafft sich ab« kam, einige den Autor verteidigt haben. Und da musste man überlegen, wer sind eigentlich diese Menschen, die einen solchen Menschen verteidigen, der Angst hat vor der Unterwanderung, der Zuwanderung, der Angst hat, dass wenn die Fremden und die Migranten kommen, der Bildungsschnitt heruntersaust, wie die Celle über ihre Seiten. Oder sogar die Intelligenz darunter leidet. Dieser Thilo Sarrazin, und das ist fast ein Treppenwitz der Geschichte, verzeihen Sie mir das, dessen Name ja eigentlich davon kommt, dass er ein Sarazene ist. Dieser Thilo Sarrazin, der zeigt nie ein Gebrechen, nie ein von unten nach oben. Der sitzt immer ganz steif da. Haben Sie ihn vor sich? Wie auch immer, Thomas Bernhard ist ein Wutbürger der Avantgarde, weil er dieses Bedürfnis dieser Wutbürger, die denken, sie könnten sozusagen mit Rechthaberei die Machthaber aushebeln und die nicht die Macht auf ihrer Seite meinen, sondern die Moral. Ein deutscher Philosoph, Ralf Konersmann, wahrscheinlich der beste Begriffsanalytiker, den der deutschsprachige Raum zurzeit hat, der hat davon gesprochen, dass diese Wutbürger immer nur in 2 Stufen, wie in 2 Stockwerken denken. Wir da unten und die da oben. Genauso wie der Papst und die Türken. Da gibt es noch die da draußen. Und er hat gemeint, es ist seltsam, diese Gruppe, diese Empörten. Das sind nämlich sozusagen die Fanatiker unter den Saturierten. Thomas Bernhard war ein Wutbürger. Den man aber nur verschmitzt lesen kann, genauso wie er selbst war. Denn er hat die Sprache der Empörten. Er nützt die Beschimpfungen, die Swada, die Angriffe, das Gemeine, das Verfemte und die Schmähung. Aber die Schmähung ist, wie vieles in Österreich, bei ihm ein Schmäh. Denn er hat ein Ohr für diese Empörten oder für die Enthusiastiker unter diesen Empörten und sieht sie eher als Daseinskomödie, indem er sie wiederholt, noch einmal spielt, übertreibt, überspielt und von unten nach oben spielt und nicht nur brüllt. Und er macht es immer mit einem stummen, verschmitzten Lächeln. Bisschen so vielleicht wie Glenn Gould, wenn er den Bass in seinen Lippen nachspielt. Thomas Bernhard war zu Lebzeiten unglaublich umstritten und sein Stück Heldenplatz ist immer noch der größte Theaterskandal der Nachkriegstheatergeschichte dieses Landes. Als er aber trotzdem 1968, und damit bin ich gleich fertig, den Staatspreis bekommen hat und bei dieser Gelegenheit
die anwesenden Gäste begonnen hat zu beschimpfen, wie infam sie seien und welch geistesschwaches Publikum ihm gegenüber sitzen würde, hat der zuständige Minister empört den Raum verlassen. Und Bernhard hat ihm nachgeschrien: Es ist doch alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Und dann ist er zusammengesackt und wollte wahrscheinlich wie jener Mensch sein, der scharfsinnig und schön war. Vielen herzlichen Dank.